3 Minuten und 35 Sekunden sind in der zweiten Halbzeit im Hampden Park gespielt. Im Länderspiel zwischen Schottland und Deutschland. Kein weiterer Treffer bisher erzielt. Weder von den Schotten noch von unserer Elf, aber es gab eine Auswechslung im deutschen Team, das heißt 2, wie angekündigt im Tor jetzt der Maier für Wolfgang Kleff. Und auf der linken Seite stürmt Jupp Heynckes für Erwin Krims. Goalspiel von Dabowski, Vorteil, Brandner. Das hat er in der ersten Halbzeit schon einmal gemacht. Vor dem Pfiff des Schiedsrichters den Ball in die Hand genommen. Diesmal hat er Pech. Bremner. Der Ball bleibt im schottischen Besitz durch Connelly. Pausenlose eine Stimmung hier bescheiden, sich gegen diese gewaltige Kulisse, die 200 Fans aus Deutschland aus die Mühe haben, ihr 5 Meter langes Spruchband einer Altherrenmannschaft aus Kassel, wenn ich das richtig lese, zu verteidigen. Ist bekannt, ist gefährlich. Bei der Qualifikation zur Weltmeisterschaft gegen die CSSR war der Maier der entscheidende Spieler. Der große Mittelfeldmotor, der Initiator. Immer an der Tor. Schwerstarbeit gegen ihn zu lassen. Johnny Law Bremner, McRae, der Verteidiger. Bremner. Typische Geste für Willi Bremner. Dampf machen. Alles geben. Das war 1 zu 0. Entscheidet Schiedsrichter Taylor. Spieler ist mit dem stärksten Schuss links und rechts gleich stark.